ziehe es nicht mehr in die Länge. Dann entscheidest du fest. Und bekannt geben wird Ihnen der Entscheid der Ulrich Pfister mit einer Laudatio. Der Viktor Schobinger, den ich auch ganz herzlich gratuliere, hat es mir nicht einfach gemacht. Ich habe ja schon letztes Jahr Dialekt geredet hier und weiss, dass das nicht Zürichdeutsch in der reinsten Form ist. Aber ich habe von ihm viel gelernt. Ich habe nämlich Teil von seinen Romanen gelesen und ich gebe mir Mühe. Wir treffen heute drei alte Bekannte. Die Johanna, Nora und der Fijay. Sie sind alle schon mal nominiert worden. Und sie stürzen sich wieder in ganz verrückte Geschichten, wo es fast das Lebige geht. Und die Geschichten sind auch wieder brandaktuell. Nora Tabani geratet, sie weiss nicht warum, in einem Banküberfall mitten in Zürich und wird mit ein paar anderen von den zwei Bankräubern als Geisel genommen. Das geht dann rasant im Minutentakt durch 12 Stunden durch und endet hochdramatisch. Der Fijay Kumar fräst in den Wald bei Zumiken rauf, wo man ein Licht gefunden hat. Es ist alles ganz anders, als man zuerst meint. Er braucht eine Woche, bis er im Zürcher Strichermilieu die überraschende Lösung findet. Es gibt auch da mehr als nur ein Tod. Das Gleiche gilt auch im Fall von der Johanna di Napoli, wo sich nur immer angeschlagen vom letzten Fall wegen Drohungen gegen Deutsche zu Zürich ermittelt und dann einem viel grösseren internationalen Verbrechen auf die Spur kommt. Polizei und Politik kommen übrigens in dieser Geschichte ziemlich flach raus. Alle drei Krimi leben von ständigen Verwicklungen und Überraschungen, wo sie gut komponieren und so die Spannung bis am Schluss behalten. Und sie leben von der Atmosphäre von Zürich, man lernt auch unbekannte, dunklere Seiten von unserer Stadt kennen. Bei allen gibt es neben der eigentlichen Geschichte noch eine zweite, wo sehr stark ins Persönliche der Protagonisten geht. Beim Fijay gibt es daraus ein Happy End. Bei Johanna sind wir wieder dort, wo es anderthalb Wochen vorher angefangen hat. Und bei Nora löst sich das Rätsel auf, wodurch alle ihre früheren Fälle geistert hat. Wir haben den Mitra Devi, den Michael Herzig und den Sunil Mann mit Überzeugung nominiert, unter diesen 12. Und haben hart gerungen, wenn wir den ersten Preis geben wollen. Es ist Mitra Devi, der Blutsfeind. Herzliche Glückwünsche. Ja, und wie gesagt, wir haben wirklich drei Gewinner heute Abend, nebst der Gewinnerin. Je eine kleine Lupe mehr als verdient für den Michael Herzig und den Sunil Mann.